Was hätte wohl ein rebellischer Geist wie Wolfgang Amadeus Mozart zu Zuständen, wie sie heute in der Demokratie herrschen, gesagt? Warum bist du heute hier? Warum bin ich heute hier? Also wir sind ja erst mal aus München hergefahren. Wir sind extra aus München dahergefahren, weil wir einfach für Freiheit, für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit stehen. Weil wir nicht mehr mitmachen wollen, was hier die letzten 3 Jahre passiert. Und weil wir den Plan von World Economic Forum, von Klaus Schwab, IWF und wie sie alle heißen, und die Banken nicht tolerieren wollen. Weil wir nicht wollen, dass eine Bargeldabschaffung kommt. Weil wir nicht wollen, dass die Leute in die Armut kommen. Und weil wir einfach wieder normal leben wollen, so wie vorher auch. Und dafür müssen wir, glaube ich, die Eliten, die Globalisten einfach ausschalten. Deswegen sind wir da. Weil es mir ein Bedürfnis ist, irgendwie wieder Richtung Demokratie hinzuarbeiten. Und ich finde, wir sind in einer Demokratie geboren und wir haben wirklich die Pflicht dafür zu sorgen, dass auch die nächsten Generationen in einer Demokratie leben können. Und momentan die Entwicklung ist für mich absolut gefährlich. Das Anliegen meinerseits ist folgendes: eine uneingeschränkte Freiheit für die ganze Bevölkerung in Österreich. Und eine Zukunft für unsere Enkelkinder und Kinder. Das wäre mein Hauptwerk. Und die bestehende Angst, was noch alles passieren kann und vielleicht wird, wenn die Politik so bleibt. Es könnte der Gret Riese zu rasch voranschreiten, dass wir keine Chance haben, dagegen sich zu stemmen. Ich bin aus beruflichen Gründen in Wien und wir folgen auf Telegram viele Demo-Termine, sind auch selber auf Demonstrationen, auch in Deutschland, weil ich keine Lust mehr auf übergriffige Politik habe und auch frei über meinen Körper selber entscheiden will. Deshalb habe ich gedacht, wir sind heute in Wien und wir müssen gemeinsam übergreifend, grenzübergreifend, einheitlich auftreten. Ja, weil es um die Verteidigung der Grund- und Freiheitsrechte, der Neutralität, all der wesentlichen Themen, die in der Bundesverfassung niedergeschrieben sind, weil es um das geht und natürlich auch aktuell die Preissteigerungen. Das sind natürlich die, die wirklich jeden von uns dann treffen, egal ob er jetzt, wie er zu den anderen Themen steht, aber die treffen dann tatsächlich jeden. Aber es geht mittlerweile an die Geldbörse und wir sprechen da von Beträgen im Jahr um 3.000 Euro, was ich mehr zahle. Also, ja, das ist ein Monatsgehalt. Welche Probleme bereiten dir momentan am meisten Sorgen? Ja, hauptsächlich das, dass mir vorkommt, dass die meisten Menschen in Österreich, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, aber ich denke mal vor allem hier in Mitteleuropa, einfach so tun oder die Einstellung haben, als wäre alles irgendwie gut, als gehört nichts geändert, als würde alles irgendwie so weitergehen oder gut weitergehen. Und grob gesagt, dass die Leute einfach irgendwie die Augen nicht aufmachen. Ja. Und es ist egal, wo man hinschaut, in welchem Bereich, überall steckt der Teufel drin, wie man so sagt. Ja. Und die Lüge und Propaganda, Desinformation, ja, und das tut schon sehr weh, seelisch. Die Freiheits- und Grundrechte, also allein die Idee mit einem experimentellen Gentherapeutikum, das fälschlicherweise als Impfung verkauft wird, Menschen zwangsbehandeln zu lassen, das ist für mich das Ärgste, was es gibt. Also das ist wirklich das Letzte. Und auch was halt jetzt sonst noch alles dazugekommen ist, die Propaganda, es ist so traurig, dass die Leute einfach das glauben. Die glauben das und recherchieren nicht selber noch Hintergründe. Und ja, ich habe einfach Angst um das Land. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber das, was sich jetzt abspielt, also wenn ich da nicht auf die Straßen gehen darf, dann würde ich die Selbstachtung verlieren. Was müsste denn passieren, dass wirklich dann die Letzten aufwachen? Boah, wenn man Sonntag in der Früh aufgeweckt wird durch die Schreie des Hotschers, die Leute sagen, wie Muizin ist der Hotscher, und man schaut beim Fenster aus aufs Minarett in der Nachbarschaft. Ich glaube, dann werden die Letzten munter. Aber ich habe auch viele Leute gefragt, das Wochenende, ob sie mitfahren. Jeder hat das Buch der Ausreden wieder hervorgekramt. Und ja, solange die Leute in ein bisschen Komfortzone sind und solange es ihnen gut geht, sie schauen sich zwar im Fernsehen, jedes informiert, was rennt, aber es muss wirklich erst der Hut brennen, glaube ich, bis die Letzten auch sich herausbewegen aus der Komfortzone, sage ich mal. Ne? Also ich bin überzeugt, es wird schon, die Leute werden schon langsam munter. Was ich enttäuschend finde, ist, dass halt sehr wenige bereit sind, auf die Straße zu gehen. Aber ich verstehe das irgendwo, weil natürlich
ich sage es jetzt einmal, die Repressionen des Staates nicht Halt machen. Und ich habe es am eigenen Leib verspürt. Also ich habe nach 35 Jahren bei der Polizei ein Disziplinarverfahren gekriegt, mein erstes. Das ist Gott sei Dank nicht weiterverfolgt worden. Jetzt habe ich am 1. Oktober mein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Da würde am 11. November eine Auszeichnungsfeier bei der LPD in Niederösterreich stattfinden, wurde ich vom Herrn Landespolizeidirektor höchstpersönlich von der Liste gestrichen, wegen meiner kritischen Haltung. Ja, also man merkt es, und ich verstehe dann auch natürlich Kollegen oder Leute, die dann sagen, okay, das tue ich mir nicht an, da halte ich lieber meinen Pappen, aber ich weiß eh, dass Verkehr drin. Ja, für mich machen sie sich mitschuldig, wenn sie nicht ihren Mund aufmachen.